Jo, Lieblingsfreunde, willkommen. Neuer Siege hat angefangen. Hier Rebel Alliance und Plague. Schauen wir schnell. Oh, interessant, ja. Mal was anderes. Das ist immer noch dieselbe Kacke. Okay. Muss mal laden, wird eh gerusht. Da wird sich nichts mehr ausgehen. Ah, vielleicht doch, ja. Ich brauche mehr Dovers. Ich schwöre bei Gott, ich will mehr Dovers haben. Wahnsinn, alle auf Will. Und alle tot, ha? So. Und ich bin nicht der letzte Insane. So, was haben wir da irgendwie noch? Theos, Siglit, Perna, Chandra. Okay, den attackt auch noch jemand. Was haben wir da? Driller. Ja, Forster Tower sind so langweilig, aber egal. Genigung, Vigor, Iris, hier mit Dominic Riley, Chacha. Das Einzige, was ich gerade irgendwie geändert habe, ist dieses Artefakt hier plus Light Damage. Was hast du? Minus Light, minus Wasser. Perfekt. Ja, Chacha wird alles tanken. Hoffentlich. Iris könnte halt ein bisschen nervig werden, wie immer halt. Genau so, aber unsere Riley kann zumindest Dominic cleansen. Ich würde sagen, wir fokussen trotzdem Vigo first. Das war ein Box, Junge. Jo, das ist schon wieder so irgendwas, da weißt du, so. Wenn sie jede Runde irgendwie einen Disperse dann kriegt und dann auch noch irgendwie einen zweiten und noch einer. Insane. So. Wenn wir gestunt werden, kann halt Chacha nicht revengen. Ist schlecht, so. Keine Ahnung, was das bringt. Wahrscheinlich eh nicht. Okay, dritten heben wir uns gerade auf. Ich will nicht Iris fokussen. Obwohl wir gerade irgendwie Heavy Light Damage haben und Vigor sicher gerade minus Wind. Schau, wie geht das? Wie kann sie jede Runde Disperse dann? So. Wir können Gott sei Dank eh wieder cleansen, weil wir uns den dritten aufgehoben haben. Wahnsinn, sind mal nicht gestunt. So, das wird leider trotzdem nicht reichen, trotz Branding. Kein Attack Buff. Und Dominic zu. Zu sehr genervt. So. Kommen wir vorher dran? Nein. Okay. Vigo jetzt nochmal down. Da ist auch schon wieder Summer Immunity. Okay, Dominic nicht gestunt. Er war ja Prop natürlich. Zweiter sollte aber trotzdem killen. Wir haben schon ganz schön gut was destroyed. So. Lass ihn den dritten machen. Kleinst mal den Heal Block. Jo, Tumor, okay. So, können wir den ganzen Scheiß da klauen? Können wir auch. Jetzt schauen wir mal, wie viel Damage wir machen, ne? Okay. Hätte ich vielleicht doch irgendwie Iris zuerst fokussen sollen, ha? Aber. Ja, keine Ahnung. Angst einfach vor Revenges, wie wissen sie. So, Negan wird sicher demnächst wieder Revive ready haben. Wir ballern halt trotzdem rein, wenn zweiter Skill schon ready ist. Healblock oder so, okay, ja, das ist sogar gelandet. Huh? Okay, dritten Skill. So, das sind da die ganzen Kollegen wieder. Vioproc, Vioproc, okay. Lass Iris finishen, die stirbt sicher. Die ist halt irgendwie nerviger als Vigor. So. Okay, können wir Negan gerade killen, ha? Nein. Immer noch nicht. Okay, aber unser Dominic finished, das heißt, wir haben es geschafft zu gewinnen, ha? Wir müssen nur noch Viva killen. Strip den Blödsinn. Okay. Ja, Charge einfach. Charge ist einfach der beste Tank ever, wenn es irgendwie um so ein Team geht. Gibt nichts Besseres, wirklich. Charger. Mindestens zwei bauen. Na gut, Carcano, Molly und. G ja, irgendwas mit G. Da Runen hier zeigen so. Artefakt, da habe ich eigentlich nichts getauscht. Machen wir irgendwie ein bisschen Feuer. Was minus, minus Feuer halt irgendwie, die beiden. Nicht, ich glaube zwar nicht, dass wir es brauchen. Okay. Und Icarus, wurscht. Habe ich irgendwie Angst vor dem Dark-Typen.
Noch nicht. Okay, davor habe ich irgendwie Angst. Christian. Okay, was macht er? Jesus, das ist uncool. Nicht geweiher sondern wir müssen zweiten machen, irgendwie Skull. Oh, Double Dispers, dann insane. Aber kann unser Skull noch überleben? Weißt, und das ist halt wirklich, das ist halt einfach nur lächerlich, ja? Ich meine, es ist scheißegal, ob es 22% sind, ja? In 1000 Turns. Wenn die Turn 1 5 Vioprox kriegen, ist es scheißegal, ja? Na gut. So. Oh, serious? Und der Vioprox schon wieder? Okay, das ist irgendwie scheiße, dass wir nichts gekillt haben. Schau, hat er gerade wieder geweihprockt? Oh mein Gott, er ist dann. Der Vioprox schon wieder. Oh mein Gott, wie kann ich sowas verlieren? Hey. Es ist so abnormal einfach. Gerade schon wieder geweihprockt, ne? Und er hat schon wieder geweihprockt. Okay. Das Problem ist, der Typ ist auf Destroy, ne? Das ist wirklich, Alter. Ich muss ehrlich sagen, ich wollte eigentlich. Ich reg mich gar nicht auf, Alter, wirklich. Das ist abnormal einfach. Dafür mache ich es noch einmal. Das ist doch. Ich mein, komm. Max Resistance Carcano, warum nicht gleich? Hast du da wirklich. So nervig, wirklich. Okay, keine Ahnung. Random paar Scrolls. Ich wollte es eigentlich vor Siege Beginn machen, aber ich war zu spät. Passt wahrscheinlich eh so zum ganzen Tag, dass da eh nichts kommt, so wie immer. Ich will eigentlich gar nicht mehr safen irgendwie, weil es eh so useless einfach ist. Sehr gut. Double sehr gut, Triple sehr gut. 7 LD Scrolls. Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht einmal einen Lightning kriegen. Ich meine, wer bin ich denn? Ganz ehrlich, irgendwie weiß ich nicht, wie lange ich noch spiele. Aber ja, nicht heute. Na gut, Chandra, Sickle-Perner, ja, Windpanda, fetter Ogre-Typ, Elia. So schaut der fette Ogre-Typ aus. Irgendwie gechanged, ich glaube die Rune oder so, oder die Rune, oder irgendeine Rune habe ich ihm anders gegeben, halt, dass er mir ein bisschen mehr Accuracy hat. Ja, Windpanner und der Feuertyp halt minus Feuerdamage, logisch, ne? Ein einziges Ding halt, was er wirklich killen kann. Nice Job. Ich habe ihn probiert, irgendwo, irgendwann, mit einer, ich glaube, einer Rika war es. Das ist ziemlich lustig, weil er halt echt viel halt destroyed, aber. Ja, also so. Was habe ich gemacht? Irgendwie Rika, der Feuertyp und Lulu halt. Genau, irgendwie im World Kill war halt. Ist halt wirklich recht lustig. Das ist nicht lustig. Ist auch nicht lustig. Okay. Gehen wir auf Chandra. Können wir Pernas? Dann, was frage ich überhaupt? Wäre ja eh wurscht gewesen. So. Wenigstens haben wir Defense Buff wieder für den Panda. Dritter von Chandra macht. Eh nicht viel, strippt halt Will. Ja, oh ja. So, komm mal. Never lucky, ja. So, lass Damage auf Chandra machen, lass Damage auf Chandra machen. Okay, Defense Break. Wie immer gelandet, so. Was hast du von deinen Bioprox, ha? Schau dir das an, das ist. Der Tag hat wieder. Ich habe so ein paar RTs halt irgendwie in der Arbeit gemacht. Ich lasse es einfach. Ich kann es nicht, es geht nicht. Ich bin nicht zufrieden irgendwie mit den Teams, was ich spielen muss. Ich bin nicht zufrieden mit meinen Runen. Ich habe vorher irgendwie versucht, so. Wer ist der Chunkpunkt zu runen? Und habe ihm irgendeine Weihrune mit 19 Speed gegeben und denke mir, Alter, what the fuck. Ich verkaufe ihn in Zukunft irgendwie alle Runen, die so sind.
So, können wir dann endlich gewinnen, Panda Down. Jupp. Na gut, das war ja irgendwie mehr ein Windpanda Showcase. Ganz komischer Feuertyp. Aber der hat uns in letzter Zeit eh den Arsch gerettet. Oh, nice dann einmal. Aber von dem, falls ich mich nicht quitte, von dem will ich irgendwie einen zweiten haben. Okay, Cianoran, Rakan, ja, Bolwerk, Molong Team. Schauen wir mal, entweder Orion zerstört uns, strippt. Okay. Molong wollte ich sagen. Und wenn uns Ciara irgendwie bombt und so, aber Gott sei Dank nicht. So, logischerweise Fokus mal Ciara. Und sobald Ciara down ist, was sie ist nach dem Reckless, glaube ich nicht, dass wir irgendwie verlieren können. Ich meine, ich will sie nicht verschreien, aber ganz ehrlich. Wahnsinn, Maulern. Okay, Tech Buff geklaut. Ja, ich glaube, wir können eh Auto drücken. I don't know, ich bin echt so, weißt du, so, ich bin eigentlich urmotiviert, wirklich, jede freie Minute, die ich eh schon irgendwie habe, zum Farmen, ja, ohne Scheiß, ja, weil ich wirklich Bock habe, irgendwie besser zu werden, so, ich meine, besser werden, und dann kommt aber so eiskalt irgendwie so die Realität, was für ein Mongo-Scheiß-Spiel wir spielen, ja, dass sich einfach wirklich nicht einmal irgendwie belohnt, ja, na gut, ich habe sowas Chillig ist er gefunden. Na, ah, ist eigentlich nervig, aber Carcano, Celia und was weiß ich. Audrey. Schöner Name, ja. Ist das das Teil? Warte, was macht das Teil? Stellt die HP aller Verbündeten. Ah, ich dachte immer, das ist die, die was. Warum man die Straw Set? Ja, weiß ich nicht. Ha, sicherheitshalber irgendwie so. Oder? Destroy. Nein, not. Scheiße, ja. Verlieren wir 3000 Dingsterbums da wegen Energy Set, ja. Schwarzer raus. Keine Ahnung. Additional Artefakte komplett useless, ha. Egal. So. Chantert minus Fire Damage. Zwar nicht viel, aber ja. Das fängt schon gut an. Max Resistance Lulu. Na, wir wollen halt ihn cleansen. Ne? Ich will nicht, dass er attacked wird. So. Okay. Insane. Slow Animation. Weil er halt so fett ist. Ne? Bis die Masse irgendwie in Schwung kommt. Oh, keine Animation. Triple Stun. Okay, scheiß drauf, wir fokussen Celia. Oh, Mario Fox, hä? Huh? So, wir machen dritten Skill, dass wir Immunity haben, die beiden hübschen. Scheiß auf. Hurens Mistviech, hey. Geh scheißen, wirklich. Proc. Autsch. Okay. Kano Skill geht halt irgendwie durch Lulu Shield, ne? Stun. Okay, nevermind. Stunt er nicht, sondern das Teil freest. Ist irgendwie auch blöd, so. So. Heil mal weniger. Okay. Crit Animation. Jesus, ja. Okay, zwei Stunts. So. Quasi Defense Ignore, ne? Es killt. 12k, nice. Freeze. Wir sind heute ein bisschen laggy unterwegs. So, Dingsabums ist zwar down, aber das macht, glaube ich, nichts. Ja, komm, wenn du schon 20.000 Mal Wireproxt. Nice Freeze, ha? Huh? Das Ding ist ja, das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Wieso hat der einen Freeze und der andere einen Stun? Hör auf zu den Wireproxen, ha? Huh? So, wer. Okay. Ah, nicht so wild, hä? Der eine hat halt einen Freeze und der andere einen Stun. Jetzt fragt sich vielleicht einer, was der Unterschied ist. Beim. Ich hoffe, ich laber jetzt keinen Scheiß, aber. Ich glaube, beruhig dich, hä? Okay, muss ich das Teil rechts irgendwie fokussen, hä? Und was mal irgendwie.
Warum nicht? Beim Freeze kriegst du halt irgendwie einen Cooldown Reduce und beim Stun halt irgendwie nicht, ne? Das ist der Unterschied, glaube ich. In die Kommentare, wenn ich Scheiße gelabert habe. So, down ist das Teil, ne? Die zwei sind echt chillig. Ich habe ihm heute. Ich habe ihn irgendwann halt in Arty geused, ja. Insane Set, keine Ahnung, 180 Vajo. Er hat nichts gemacht. Ist, glaube ich, nicht einmal dran gekommen. Das ist unglaublich hier. So, Wahnsinn. Na gut, nochmal diese Drecks-Defense. Diesmal mit Egar, Orion und Molly. Ja, Egar habe ich irgendwie Overpower des Artefakten und alles gegeben. Orion irgendwie nicht so wild mit seinen 25 Accuracy, wieso bist du auf Destroy? Also, weil ich das Setting wie switched habe. Okay, warte kurz. Okay. Crit brauchen wir nicht. Wahnsinn. 39, aber wir haben was? Nochmal 18 am dritten. Ja, und Molly, ja. Minus Wind brauchen wir irgendwie nicht. Lass irgendwie minus Feuer machen. Nemesis wäre besser irgendwie als Shield, aber. Scheiß an. So, bin gespannt, ob wir irgendwie Turn 1 kriegen. Ich glaube fast nicht, oder? Na gut. Wildwaffe. So. Defense Break, hallo? Na gut, wie viel Damage? Nicht genug. Vajoprox retten mich, ha? Huh? So, das Ding ist halt, ich habe halt kein Destroy Set. Ich glaube, wir brauchen es auch nicht. Wenn halt. Orion sein Scheiß landen wird, ne? Okay, sein Dark-Typ ist auf Destroy, ein Proc. Never lucky. So, ich will halt keine Skills irgendwie usen, wenn wir keinen Deathbreak oder irgendwas gelandet haben. So, mach mich stolz. Bist du verrückt, oder? Das Fokus-Set hat sich ausgezahlt. Okay, dann Scheiß drauf, oder? kill halt ihn. So. Noch einer. Okay. Egal, OP, ja, noch einer. Scheiß Shield, aber Strip, Stun, Defense Break, Heal Block. Na gut, Heal Block brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Ja, auf zum Brocken braucht keine Saw. Ach. Könnte so einfach sein, weißt. Na gut, Nigo und Vigo, Iris noch einmal. Ja, ich habe meine dritte Charger heute. Und Wind Monkey, ich könnte natürlich irgendwie einen Dominik nehmen, aber. Ja. Hab sogar irgendwie überlegt wegen Effen, aber dachte so, keine Ahnung, irgendwie Wind Monkey irgendwie cooler, ha? Hoffentlich. Ja, die Iris war irgendwie recht squishy, glaube ich, gell? So, Strip Temple sind. Nevermind. Oh, nice done. Nice done again. Aber leider wurde mal gestrippt, huh? Ja, Monkey, glaube ich, plus Light Damage habe ich mir gegeben, huh? Sonst wären wir irgendwie nicht fertig. So, Defense Break. Jo, die Iris ist auf Nemesis, huh? Was ist das für ein Schwachsinn? Jo, die Iris ist down. Weil sie ist ultra squishy. Okay. Nicht einmal irgendwas von denen auf Destroy, ja? Ich kann eigentlich eh Auto drücken, ganz ehrlich. Das hätte ich irgendwie von Anfang an machen können. Ich hasse das, wenn er das macht. Ach. Okay, Defense Break gelandet, ha? Nice Bio-Prop vom Monkey. Kein Stun, kein Defense Break. Bio-Prop von Riley und keine Tech Bar. Was ist da los? Okay, lass doch nicht Auto drücken, ja, ist ja langweilig. So, was klären wir von Dings so um so Defense Break, okay. Na gut, das liebt uns. Wird dafür gerevenged, stunt, nice. So viel Destroy haben wir auch noch nicht, gell? Naja, ein bisschen. Na, Revenge Kill, ha? Ja, wer macht sowas hier? Wer? Spielt eine Iris auf Nemesis, ha? Huh? Das hat schon einen Grund, warum man Iris auf Despair Revenge spielt.
habe. So, Vigo ist auch wieder down. Schauen wir mal, wie lange wir für Nigong brauchen. Huh? Defense Break ist sicher Resist. Nein. Wie geht denn das? Huh? Okay, Stun oder Kill? Ja, hat eh nichts gemacht. So. Gut, Nigong down. Jetzt haben wir irgendwie noch einen. Ich weiß aber nicht, ob ich das irgendwie noch schaffe. Eigentlich wollte ich schon pennen gehen. Ich habe es irgendwie voll verpennt. Sind irgendwie Tower aufgegangen und ich habe halt irgendwie nichts attackt. Und irgendwie Trim, ha. Ist da auch alles genommen. Ja, gut, den einen mache ich dann halt irgendwie wieder off-screen halt, ne. Ich schätze mal, wir gewinnen das. Hoffentlich, ne. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.